But at the same time, and this is very important, the Aber gleichzeitig, und das ist sehr wichtig, haben die Saudis, die Emiratis und andere die Vereinigten Staaten informiert, dass sie amerikanische Operationen gegen den Iran von ihrem Territorium aus nicht zulassen würden. In gewisser Weise hat der Iran also die Neutralisierung der amerikanischen Streitkräfte im Persischen Golf erreicht, die er lange angestrebt hat. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hallo zusammen. Hier ist Pascal von Neutrality Studies. Und heute habe ich das große Vergnügen und die Ehre, wieder mit Botschafter Chess Freeman zu sprechen. Ich weiß, die meisten von euch kennen ihn. Er ist ein ausgezeichneter Redner, Schriftsteller und Denker. Er diente als US-Botschafter in Saudi-Arabien, war in den 1990er Jahren stellvertretender Verteidigungsminister und diente auch als Nixons Hauptdolmetscher während seines Besuchs in China 1972. Er ist eine der größten lebenden Legenden der amerikanischen Außenpolitik. Vor einer Weile habe ich mit ihm gesprochen. Er schüttelt den Kopf, aber er ist es wirklich. Vor einiger Zeit sprach er über den Nahen Osten und erwähnte, dass es angesichts der Neuausrichtung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und anderen Ereignissen viel sinnvoller wäre, diese Region als Westasien statt des eurozentrischen Begriffs Nahe Osten zu betrachten. Das war vor dem 7. Oktober, vor dem Beginn dessen, was als Völkermord beschrieben werden muss, von dem ich absolut sicher bin, dass er in der Weltgeschichte als solcher in Erinnerung bleiben wird. Also, Botschafter Freeman, willkommen in der Sendung und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein Update zu geben. Nun, ich danke Ihnen für die schmeichelhaften Bemerkungen. Nun, wissen Sie, ich bin sehr beeindruckt von all den Dingen, die Sie getan haben, weil Sie fließend Chinesisch und Arabisch sprechen und schon sehr lange in der Außenpolitik tätig sind. Jetzt sind Sie eine dieser Stimmen, die es wagt, sich zu äußern und Dinge zu rahmen. Sie helfen uns, über Weltpolitik nachzudenken. Ich frage mich wirklich, angesichts alles, was seit dem 7. Oktober passiert ist, wie es Ihre Ansichten über den Nahen Osten beeinflusst. Nun, es hatte sicherlich eine große Auswirkung. Anfangs war ich in den 1950er Jahren ein Anhänger des Zionismus. Ich bewunderte, wofür ich dachte, dass Israel steht. Doch als ich Israels Handlungen über die Zeit beobachtete, verschob sich meine Perspektive von Skepsis zu Kritik. Ich habe mehrere Dinge über das Recht zu existieren verstanden. Was bedeutet das? Es impliziert, dass niemand anderes das Recht hat, zwischen dem Jordan und dem Meer zu existieren. Dies ist eine positive Aussage einer negativen Proposition, die integraler Bestandteil des Zionismus ist. Im Grunde genommen deutete der Ausdruck "ein Volk ohne Land für ein Land ohne Volk" von Anfang an darauf hin, dass es keine Menschen in Palästina gab. Israel hat sich dem Ziel verschrieben, dafür zu sorgen, dass dies der Fall ist, was im Völkermord in Gaza brutal offenbart wurde. Israel würde es vorziehen, die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben. Wenn das jedoch scheitert, greift es zum Töten. Die Opfer des Holocaust in Europa werden oft zitiert, aber es ist wichtig zu beachten, dass arabische Juden, die Mizrahim und orientalische Juden den Holocaust nicht erlebt haben. Dennoch hat der israelische Staat Programme durchgeführt, die seinen Bürgern suggerieren, dass die gesamte nicht-jüdische Welt sie ermorden will. Dies stellt das Land in einem Licht dar, das nur als psychopathisch beschrieben werden kann. The only word for it I can think of is psychopathic. It is a country that. Das Land hat die indigene Bevölkerung in einem solchen Ausmaß entmenschlicht, dass seine Leute kein Bedenken gegen Massenmord haben, einschließlich der Ermordung von Frauen, Kindern und Säuglingen. Theologen in Israel haben dies gerechtfertigt. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, und ich kann mir nichts vorstellen, was weiter von den Grundsätzen des Judentums entfernt ist, wie ich es im Westen kennengelernt habe. Daher bin ich zu dem Schluss gekommen,
dass Zionismus nicht Judentum ist. Es ist nicht human. Es stützt sich nicht auf ethische Überlegungen, die durch Gelehrsamkeit geführt werden, was das Wesen des Judentums ist. Stattdessen ist es eine faschistische Form des Nationalismus, und wir sind Zeugen davon, wie sich das abspielt. Form of nationalism, and we are seeing that played out. So the October 7th and the subsequent. Die Ereignisse des 7. Oktobers und was danach folgte haben meine Sichtweise tiefgreifend beeinflusst. Ich muss auch sagen, dass wir als Amerikaner den Glauben an eine Lösung, für die wir nie wirklich ausreichend Einsatz gezeigt haben, schändlich unehrlich finden. Ich denke, es beraubt uns jeglicher verbleibender Glaubwürdigkeit, wenn es um diese Art von Doppelspiel, Täuschung, Unehrlichkeit, Heuchelei und Doppelstandards geht. Einerseits verurteilen wir Russland für seine Kriegsführung in der Ukraine, die zweifellos schwere Verletzungen der Menschenrechte der Ukraine beinhaltet. Andererseits verurteilen wir Israel nicht für Handlungen, die weitaus verwerflicher und tödlicher sind. Das ist für mich zutiefst beunruhigend. Ich konnte 6 Monate lang nicht gut schlafen. Gleich hier. Ich frage mich über den einzigartigen Aspekt dessen, was wir beobachten. Mit einzigartigem Aspekt meine ich das Doppelsprechen. Unehrlichkeit in der Außenpolitik und im politischen Diskurs ist nicht neu. Es ist jedoch selten, einen Moment zu finden, in dem es klare Beweise für schwerwiegende Handlungen gibt, während gleichzeitig die Mächtigen und ihre Unterstützer so tun, als gäbe es keinen Beweis dafür. Zum Beispiel sagte Kirby im Staatsfernsehen: Wir haben keinen Beweis, dass auch nur ein einziger Fall von Menschenrechtsverletzung oder Kriegsverbrechen tatsächlich stattgefunden hat. Er erwähnte speziell Kriegsverbrechen. Sie haben nicht den geringsten Beweis für ein Kriegsverbrechen. Und Israel behauptet weiterhin, sie würden sich nur verteidigen, während sie buchstäblich in den Gazastreifen eindringen und diesen Ort angreifen. Ich meine, einen Angreifer abzuwehren, ist eine Sache, aber dann hinterherzugehen, ist eine völlig andere Angelegenheit. Besonders wenn es wie im Fall von 40.000 verlorenen Leben endet, von denen viele Zivilisten sind, einschließlich Kinder. Und das passiert offen. Sie waren derjenige, der in meinem vorherigen Programm sagte, dass sie schlimmer als die Nazis sind, weil die Nazis versucht haben, den Holocaust zu verbergen. Sie versuchten, ihn zu verheimlichen. Dann wurde es enthüllt und erst danach erfuhr jeder das volle Ausmaß dieses Verbrechens. Die USA und andere Länder traten nicht in den Zweiten Weltkrieg ein, um den Holocaust zu stoppen. Sie traten dem Krieg bei, weil Japan sie angegriffen hatte. Und dann erklärte Hitler den USA den Krieg, was ein strategischer Fehltritt war. Dies ist das erste Mal, dass wir ein massives Verbrechen beobachten, das offen und mit strategischer Absicht begangen wird. In der Zwischenzeit scheint die westliche Welt dies zu ignorieren. Der Rest der Welt jedoch, einschließlich Russland, China und südamerikanischer Länder, kann klar sehen, was passiert. Sie erkennen es alle als empörend an. Diese Situation wirft die Frage auf, wie sie die Dynamik der globalen Politik verändern wird. Nun, ich denke, eines ist klar. Und das ist Unehrlichkeit. Aber die Vereinigten Staaten sind nicht weit dahinter. Denken Sie darüber nach. Israel hat eine Botschaft in Damaskus angegriffen. Dies ist ein Verstoß gegen eine der grundlegendsten Normen der internationalen Beziehungen. Normen, die Tausende von Jahren zurückreichen. Und die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich legten ihr Veto gegen die Verurteilung ein. Der britische Außenminister sagte, dass Irans sehr sorgfältig inszenierte, performative, symbolische Vergeltung unverhältnismäßig zu dem Angriff auf die Botschaft war, bei dem ein General, Diplomaten und andere getötet wurden. Der Iran signalisierte seine Absichten sehr sorgfältig. Sie gaben 72 Stunden Vorwarnung und verwendeten langsam fliegende Drohnen, um zu signalisieren, dass sie einen Angriff durchführten. To signal that they were engaged in an attack. They timed cruise missiles and ballistic. Sie haben Marschflugkörper und ballistische Raketen so getimt, dass sie mit der Ankunft jener Drohnen zusammenfielen.
Sie zielten ausschließlich auf militärische Ziele, vermieden zivile und trafen diese militärischen Ziele erfolgreich. Das Ausmaß des Schadens ist unklar, da die Israelis darüber nicht die Wahrheit gesagt haben. Es scheint jedoch, dass ihre Genauigkeit bei einem großen Stützpunkt im Süden bemerkenswert war. Sie trafen das Schwimmbad des Offiziersclubs und ein Nebengebäude. Niemand wurde getötet. Sie erlaubten den Israelis, die F-35, die den Angriff auf Damaskus durchgeführt hatten, zu verlegen. Dies demonstrierte ihre Fähigkeit, die israelischen Verteidigungen zu überwältigen und zu belasten. Sie kennen jetzt die Standorte aller Radare und Flugabwehrstellungen. Sie haben nicht ihre besten Raketen verwendet, sondern ältere, um eine israelische Basis anzugreifen. Sie haben erklärt, dass sie aus ihrer Sicht ihren Standpunkt deutlich gemacht haben und keine weiteren Aktionen planen. Es ist ungewiss, was Israel tun wird, obwohl Israel mit Vergeltung gedroht hat. Der Iran hat gewarnt, dass, falls das passiert, statt 320 Raketen oder fliegenden Objekten, die auf Israel zukommen, es 1500 sein werden. Dies ändert die Dynamik im Nahen Osten grundlegend. Der Iran hat eine Politik der strategischen Geduld verfolgt, die im Wesentlichen Passivität war. Wenn er angegriffen wurde, wie es oft von Israel aus der Fall war, oder wenn seine Offiziere, Militärpersonal, Wissenschaftler und Politiker ermordet wurden, wie es viele waren, hat er nicht mit Gleichem vergolten. Manchmal half es seinen Kunden, zum Beispiel im Libanon, eine Art Vergeltungsakt durchzuführen, aber es handelte nie direkt. Mit Schutz, über den ich gleich sprechen werde, hat es im Nahen Osten freie Hand und konnte ungestraft handeln. Das ist nicht mehr der Fall. Für vielleicht 20 Millionen Dollar an Raketenabschüssen, einschließlich Drohnen, die ein paar tausend Dollar kosten, und Marschflugkörpern, hat der Iran Israel wahrscheinlich 1,3 Milliarden Dollar an Verteidigungsbemühungen gekostet. Es gelang ihm, die israelische Bevölkerung über das Wochenende in Panik zu versetzen, demonstrierte, dass es Israels Verteidigung überwältigen kann, wenn es dies möchte, und zeigte auch, dass Israel sich nicht ohne die aktive Beteiligung der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs auf seinem Territorium verteidigen kann. Acting against drones crossing its territory. A final point here is that there's a great deal made of the. Ein abschließender Punkt hier ist die Betonung der sogenannten Zusammenarbeit der arabischen Staaten mit Israel gegen den Iran. Mit Ausnahme von Jordanien, das Drohnen abschoss, die sein Territorium überquerten, bestand die einzige Beteiligung in der Weitergabe von Geheimdienstinformationen. Insbesondere informierten Saudi-Arabien und andere die Vereinigten Staaten und Israel über die Flugbahnen von Raketen, die ihr Territorium überquerten. Gleichzeitig, und das ist entscheidend, sagten die Saudis, die Emiratis und andere den Vereinigten Staaten, dass sie amerikanische Operationen gegen den Iran von ihrem Territorium aus nicht zulassen würden. In gewisser Weise ist es dem Iran gelungen, die amerikanischen Streitkräfte im Persischen Golf zu neutralisieren, ein Ziel, das er lange verfolgt hat. Also, wie es jemand beschrieben hat, aus einer taktischen, militärischen Perspektive war es unbedeutend oder ein Nichtsbürger, um einen amerikanischen Slang-Ausdruck zu verwenden. Es führte zu keinen bedeutenden Konsequenzen. Niemand wurde getötet und es gab keinen erheblichen Schaden. Es könnte ein Loch in einem Schwimmbad geben und einige geringfügige Auswirkungen auf die Luftwaffenbasis in Nevada, aber darüber hinaus ist nicht viel passiert. Jedoch aus einer strategischen und Soft-Power-Perspektive war es ein enormer Erfolg. Der Iran erreichte sein Ziel und stellte Israel vor ein unerträgliches Dilemma. Israel kann nicht länger so handeln, als könnte es tun, was es will, ohne Konsequenzen. Lassen Sie mich eine spezifische Frage stellen. Wenn Israel jetzt einen Iraner ermordet und wenn wir die Aussage von Präsident Raisi des Iran ernst nehmen, wird der Iran mit Gleichem vergelten. Iran will retaliate in kind. That should be sobering. Das sollte ernüchternd sein. Es war nicht der Fall, dass Stärke gebrochen wurde.
Darüber hinaus gibt es jetzt Leute in Teheran, die zum ersten Mal offen sagen, dass sie, um Israel entgegenzuwirken, in Erwägung ziehen müssen, nuklear zu werden. Also hat Israel eine Linie überschritten. Und wir sollten uns erinnern, dies war keine iranische Provokation. Die Israelis griffen ein heiliges Ziel an. Ein Ziel, das politische Bedeutung in der diplomatischen Gemeinschaft hat, nämlich die Botschaft des Iran in Damaskus. Der Iran wurde in eine Position gebracht, in der er reagieren musste. Anscheinend haben die Israelis die Situation falsch eingeschätzt. Sie dachten, dass der Iran, trotz ihrer Eskalation gegen ihn, weiterhin strategische Zurückhaltung üben würde. Iran would continue to exercise strategic restraint. But I don't think the Iranian populace. Aber ich glaube nicht, dass die iranische Bevölkerung es der Regierung in Teheran erlauben würde, passiv zu bleiben. Darüber hinaus hat die Regierung Verbündete in Form von Widerstandsbewegungen gegen Israel im gesamten Nahen Osten. Diese Gruppen würden enttäuscht sein, wenn der Iran nicht reagieren würde. Manche könnten argumentieren, dass diese Bewegungen sich als unfähig und willensschwach erwiesen haben, aber ich bin anderer Meinung. Organisationen wie die Hisbollah teilen diese Ansicht offensichtlich nicht. Daher ist, wenn Israel wieder handelt, und es ist ungewiss, was das sein wird, die Reaktion dieser Gruppen und des Irans unvorhersehbar. Die letzte Überlegung hier ist, dass es Herrn Netanyahu nicht gelungen ist, sein 35 Jahre lang verfolgtes Ziel zu erreichen, einen Krieg gegen den Iran zu provozieren, der die Vereinigten Staaten auf Israels Seite ziehen würde, um die Politiker in Israel und auf dem Capitol Hill in Washington zu zerstören, dass der Iran ein Atomwaffenprogramm hat. Was der Iran tatsächlich hat, ist ein Programm, um nukleare Latenz zu erreichen, falls die Entscheidung getroffen wird. Eine Entscheidung, die offenbar noch nicht getroffen wurde, eine Bombe zu bauen. Und was wir jetzt im Iran sehen, ist eine Debatte darüber, eine Entscheidung zum Bau einer Bombe zu treffen. Also ist dies aus jeder Perspektive eine Katastrophe für Israel, für den Westen, und es lässt die Situation sehr ungewiss. Ich stimme absolut zu. Ich frage mich, warum so viele Menschen nicht erkennen, dass die bedeutenden Errungenschaften in Westasien, wie die Entspannung der Spannungen, alle diplomatisch erreicht wurden, als das Atomabkommen der JCPOA noch intakt war. Beobachter aus neutralen Staaten, einschließlich jener der Atomenergiebehörde, bestätigten alle, dass der Iran keine Waffen baute. Das war eine große Leistung. Und sie wurde im Jahr 2000 sabotiert. Selbst jetzt, während des Krieges und des Völkermordes in Gaza, waren die einzigen Geiseln, die ausgetauscht wurden, jene, die durch Diplomatie ausgetauscht wurden. Die anderen sind entweder immer noch in Gaza oder wurden von der IDF getötet, als sie zu fliehen versuchten. Israel ist es nicht gelungen, auch nur eine einzige Geisel durch Gewalt zu befreien, nur durch Diplomatie. Israel didn't manage to free a single one with force, only with diplomacy. But two more observations that were. Aber ich habe noch zwei Beobachtungen, zu denen ich gerne Ihre Meinung hätte. Lassen Sie uns Jordanien betrachten. Vor etwa 1,5 Monaten hat die USA beschlossen, Israel weitere 3,8 Milliarden Dollar zu geben. Als ich die Gesetzgebung durchlas, bemerkte ich, dass darin auch 1,2 Milliarden Dollar für Jordanien enthalten waren. Zuerst dachte ich nicht viel darüber nach, aber jetzt erkenne ich, dass dies zusätzliche 1,2 Milliarden Dollar sind, die für ein anderes Land ausgegeben werden, um Israel zu verteidigen, was strategisch vollkommen sinnvoll ist. Allerdings sehe ich nicht, wie Jordanien davon absehen könnte, Raketen abzuschießen, die über sein souveränes Gebiet fliegen, was dazu beitragen würde, die Spannungen zu deeskalieren und sicherzustellen, dass sich Israel sicher fühlt. Welche Auswirkungen wird dies innerhalb Jordaniens haben? Offensichtlich war die Begründung der jordanischen Regierung, einen größeren Konflikt zu vermeiden. Es gibt jedoch eine Komplikation, da die Mehrheit der Jordanier palästinensischer Abstammung ist. Dies bringt Jordan in einen ständigen Balanceakt, besonders da viele Jordanier unzufrieden über die Rolle ihres Landes sind, die faktisch dazu dient, Israel zu verteidigen.
Die strategische Logik, wie Sie erwähnt haben, ist klar. Israel möchte seine Sicherheit gewährleisten, ohne das Bedürfnis zu fühlen, den jordanischen Luftraum zu verletzen, was dies zu einer Verteidigungsstrategie macht. Dieser Ansatz wurde später erweitert, um auch Jordanien einzubeziehen, sodass es finanziell profitieren kann. Das ist die Situation. Die andere Frage, die mir im Kopf herumgeht, betrifft Ihre Einschätzung, dass der Iran seine Strategie der strategischen Zurückhaltung aufgibt. Es hat sich gezeigt, dass es die iranischen Verteidigungen überwältigen kann. Andererseits konzentriert sich die Erzählung im Westen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, auf Deeskalation. Die USA schaffen eine Erzählung, die den Iran als schwach darstellt und betont, dass alle iranischen Angriffe erfolgreich abgefangen wurden. Diese Erzählung zielt darauf ab, die Spannungen zu deeskalieren und Israel davon abzuhalten, militärische Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Moment haben wir eine interessante Situation, in der die USA eindeutig Krieg vermeiden wollen und Israel raten, von jeder militärischen Antwort abzusehen. Sie sagen ihnen, sie sollen nicht zurückschlagen. Wir wollen das nicht, sagen sie. Aber die Entscheidung liegt letztendlich bei Israel. Meine Sorge ist, dass Israels Strategie das komplette Gegenteil von der des Irans gewesen ist. Während der Iran Zurückhaltung gezeigt hat, war Israels Ansatz, überwältigend zu vergelten. Wenn uns jemand angreift, schlagen wir 10-mal so hart zurück. Wenn jemand einen Israeli tötet, antworten wir, indem wir 10, 100 oder sogar Tausende töten. Ihre Strategie ist es, ihre Gegner durch Schock in die Knie zu zwingen. Dieser Strategie folgend könnte ich mir sogar etwas so Extremes wie einen taktischen Nuklearschlag vorstellen, was empörend wäre. Glauben Sie, dass Israel diesmal zurückstecken wird? Dies ist das bei weitem aggressivste Kabinett, das Israel je hatte, teilweise aus Fanatikern bestehend, was nicht beruhigend ist. Ich möchte mehrere Punkte hervorheben. Der Iran ist verzweifelt darauf bedacht, einen Krieg mit Israel und den Vereinigten Staaten zu vermeiden. Tatsächlich deuten Berichte darauf hin, dass der Iran Zugeständnisse an die Vereinigten Staaten angeboten hat, um Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel zu verhindern, was auf eine Bereitschaft zu politischen Kompromissen hindeutet. Dies änderte sich erst, als die Vereinigten Staaten Entschlossenheit zeigten. In der Zwischenzeit steht der US-Kongress Berichten zufolge kurz davor, Mittel zu bewilligen, um Israel für seine Handlungen zu entschädigen und ihnen zu ermöglichen, fortzufahren. Der Iran hat große Zurückhaltung gezeigt. Die Biden-Administration hat auf iranische Aktionen in vorbildlicher Weise reagiert, indem sie sich verteidigte, während sie versuchte, Israel davon abzuhalten, den Konflikt fortzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass sie Erfolg haben können, weil sie die israelischen Absichten grundlegend falsch interpretieren. Wie erwähnt, hat Israels Strategie auf Diplomatie verzichtet und stattdessen auf unverhältnismäßige Aggression gesetzt, was sie als Abschreckung bezeichnen. Andere könnten es Einschüchterung oder sogar Terrorismus nennen. Israel hat versucht, sich durch das Einflößen von Angst abzusichern. Die Tatsache, dass der Iran jetzt angekündigt hat, ähnlich zu reagieren, wirft ernsthafte Zweifel auf, ob Israel diese Politik aufrechterhalten kann. Es ist unklar, ob der Iran blufft. Möglich wäre es. Allerdings wurden sie in eine schwierige Lage versetzt, sowohl mit ihren Verbündeten als auch ihren eigenen Bürgern, was sie zwingt, ihr Versprechen einer bedeutenden Vergeltung zu erfüllen, was eine nukleare Dimension in Frage stellt. So, this is a very dangerous situation. You raise the nuclear question. Israel is in the very odd position of the Israel befindet sich in der eigenartigen Position, weder den Besitz von Atomwaffen zu bestätigen noch zu leugnen, während es gleichzeitig damit prahlt und andere mit deren Einsatz droht. Das ist ein Widerspruch, aber dann ist vieles an dieser Situation voller Widersprüche. Eine klare Implikation dieser Ereignisse ist, dass sie den Niedergang des internationalen Rechts als Kraft in der internationalen Politik signalisieren. Es ist unmöglich, die Duldung und Ermöglichung von Völkermord, die Vetos gegen Waffenstillstände oder das Versäumnis,
einen Angriff auf eine Botschaft durch die Linse des internationalen Rechts zu rechtfertigen. Darüber hinaus gibt es in Quito eine Parallele mit der Situation in Ecuador, die eine breitere Abneigung gegen die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich in vielen Teilen der Welt hervorhebt, teilweise wegen vergangener Aggressionen. They've been assaulted in the past. You know, if it's okay, in terms of, wenn es als akzeptabel angesehen wird, eine Botschaft anzugreifen unter der sogenannten regelbasierten Ordnung, dann müssen wir besorgt sein. Wir sind Zeugen des Zusammenbruchs der Prinzipien, die seit dem 18. Jahrhundert die internationalen Angelegenheiten durch Regeln geleitet haben. Es gibt viele Beispiele, aber die alarmierendste Situation ist im Nahen Osten. Israel hat konsequent klargemacht, dass es kein Unterzeichner des Nichtverbreitungsvertrags ist, nicht Inspektionen unterliegt und seine Atomwaffen im Geheimen entwickelt hat, während es die Öffentlichkeit über seine Handlungen in die Irre geführt hat. Es besteht der Verdacht, dass der Iran einem ähnlichen Weg folgen könnte. It considers that Iran may be doing the same thing it did. That's the basis of its suspicion. Das ist der grundlegende Punkt. Es könnte jedoch ein Fall von selbsterfüllender Paranoia sein. Israel hat etwas diskutiert, das als Samson-Option bezeichnet wird, was im Wesentlichen bedeutet, dass, wenn Israel untergeht, es auch alle anderen mit in den Untergang ziehen wird, so wie Samson den Tempel der Philister niederzog, anstatt sich zu unterwerfen. Diese Haltung ist sehr gefährlich. Es gibt Individuen in Israels Kriegskabinett, die in jeder anderen Gesellschaft wahrscheinlich als Kriegsverbrecher, Soziopathen oder Personen, die zum Mob aufrufen, betrachtet würden. Sie sind all dessen schuldig. Was können wir also schlussfolgern? Letztendlich könnte der Glaube, dass die Israelis verzweifelt genug sind, alles mit Atomwaffen zu beenden, eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem Iran auferlegen. Aber das ist kaum beruhigend. Nein, das ist es nicht. Es ist ein sehr, sehr beängstigender Moment. Ich habe jedoch zwei Beobachtungen. Einerseits befinde ich mich in einer bizarren Situation. Zum ersten Mal, vor ein paar Monaten, wurde ich gebeten, internationales Menschenrechtsrecht zu unterrichten. Und jetzt unterrichte ich Menschenrechtsrecht, was für mich einen erheblichen Widerspruch darstellt. Der Iran hält sich noch an internationales Recht, weil er die schwächere Partei in der Gleichung mit Israel, den Vereinigten Staaten und Europa ist. Darüber hinaus hat der Iran keine andere Botschaft angegriffen, was er als direkte und proportionale Antwort hätte tun können. Aber sie haben sich dagegen entschieden, weil es immer noch besser für alle ist, wenn wir dem Rest der Welt, zu dem auch Länder außerhalb der USA und Europas gehören, demonstrieren können, dass wir uns an das internationale Recht halten. Wir sehen wiederholt, dass schwächere Parteien versuchen, sich an das internationale Recht zu halten und auch dessen Rahmen zu wahren. Zum Beispiel erklären sie offiziell, dass sie nur militärische Ziele angreifen. Sie bewegen sich sehr klar innerhalb dieser Grenzen. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Das ist eine Beobachtung. Zweitens habe ich eine Frage. Woher bekommt Israel sein Uran und Plutonium? Ich denke nicht, dass sie es selbst produzieren können, oder? Also, wie umgehen sie die Mechanismen des Atomwaffensperrvertrags, NPT, die den Verkauf von Uran und Plutonium an Länder, die nicht Teil davon sind, einschränken? Nun, es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage. Israel erhielt eine erhebliche Menge an Uran aus Südafrika durch ihre Zusammenarbeit mit dem Apartheid-Regime bei der Entwicklung von Atomwaffen. Das Uran, das sie noch haben, stammt aus dieser Zeit. Basically, international regulation of trade is always spotty. I want to go to your first point, however, your first observation. There's a great. Bezüglich Ihres ersten Punktes gibt es eine bedeutende Ironie. Das Konzept der Interdependenz wurde im Wesentlichen während der Aufklärung in Europa entwickelt.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts bemühte sich die Vereinigten Staaten, dieses Konzept durch die Schaffung von Institutionen und Regeln zum Leben zu erwecken, einschließlich der Vereinten Nationen und verschiedener internationaler Konventionen, bei deren Ausarbeitung wir eine Schlüsselrolle spielten. In jüngerer Zeit haben wir jedoch keine neuen Konventionen ratifiziert und eine vollständige Missachtung der Vereinten Nationen gezeigt. Es ist ironisch, dass der globale Süden, früher kolonisierte Regionen, die diese Regeln von ihren kolonialen Herrschern gelehrt bekamen, nun als deren entschiedenste Verteidiger dastehen. Währenddessen verunglimpft und ignoriert der Westen, der diese Regeln ursprünglich hervorbrachte, sie. Diese Beobachtung stimmt perfekt mit dem überein, was Sie zuvor erwähnt haben. And that exactly coincides with what you said. Namely, the purpose of law is the protection of the weak against. Das Ziel des Gesetzes besteht darin, die Schwachen vor den Starken zu schützen. Die schwächeren Parteien, einschließlich Länder wie China, das 1949 mit einer gesetzlosen Revolution begann, sind nun große Verteidiger der westfälischen Idee der nationalen Souveränität und der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Dieses Konzept ist das Rückgrat der UN-Charta. Im Gegensatz dazu betreibt die USA Regimewechseloperationen, ignoriert Souveränität und besetzt einen Teil Syriens auf völlig illegale Weise. Sie ist auch im Irak und wird trotz der Forderungen der Iraker nicht abziehen. Also haben wir eine Umkehrung. Wir haben ein sehr gutes, bewundernswertes System entwickelt, das eine Weile funktionierte. Jedoch haben wir dieses System nun aufgegeben, weil wir stark sind und die Schwachen verteidigen es, weil sie schwach sind. Diese Situation ist in der Tat sehr ironisch. Die Schwachen erleiden, was sie müssen, aber sie tun auch alles, was sie können. Eine gute Idee bleibt eine gute Idee, selbst wenn die Menschen, die sie erfunden haben, Völkermord begangen haben. Diese Tatsache gibt mir ein wenig Hoffnung. Es zeigt, dass andere Teile der Menschheit die guten Ideen anderer aufgreifen können, unabhängig davon, wer sie erfunden hat, und versuchen, sie weiterzuentwickeln. Ich möchte nicht in eine breitere strategische Diskussion abschweifen, denn ich denke, wir haben an diesem Punkt genug besprochen. Lassen Sie mich jedoch beobachten, dass einer der Kollateralschäden von allem, was passiert ist, die Vereinten Nationen sind. Es hat sich gezeigt, dass sie ineffektiv sind. Ein Fahrzeug, das den Herausforderungen, denen der Planet oder die menschlichen Gesellschaften darauf gegenüberstehen, nicht gewachsen ist. Daher stellt sich die Frage, gibt es eine Alternative, um jene Werte zu bewahren, die die UN zu verteidigen beabsichtigte? Solche Alternativen existieren in den verschiedenen Organisationen und Institutionen, die geschaffen wurden, um die Mängel des Bretton Woods-Bankensystems zu ergänzen, zu komplettieren und zu beheben. So haben wir die Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank, die Neue Entwicklungsbank und die BRICS. The New Development Bank, we have the BRICS, we have a whole series of institutions arising, which. Wir haben eine Reihe von Institutionen, die entstehen und das Potenzial haben, letztendlich die Rolle der Vereinten Nationen zu übernehmen oder zu usurpieren und sicherlich die des globalen Hegemons der Vereinigten Staaten als Formulierer und Durchsetzer von Regeln. Es gibt absolut keinen Grund, warum die Welt das amerikanische Veto tolerieren muss. Insbesondere, wenn es Aktionen wie den Völkermord in Gaza unterstützt. Warum gibt es keine Ad-Hoc-Konferenz, bei der Länder zusammenkommen und Maßnahmen wie Boykotte, Desinvestitionen und Sanktionen gegen den Täter autorisieren können? Es ist eine interessante Frage. Im Wesentlichen wird die Existenz der UN zu einem Hindernis, um die Ideale zu erreichen, für die sie gegründet wurde. Irgendwann wird wahrscheinlich jemand eine Lösung finden, die uns Amerikanern nicht gefallen wird, weil sie uns unserer Vetomacht beraubt. Speaking for Americans, it will deprive us of our veto. It will complicate international affairs in that. Es wird die internationalen Angelegenheiten komplizieren, weil das Veto anderen nicht zur Verfügung stehen wird, wie den Russen, Chinesen, Franzosen oder sonst jemandem. Wir werden einen Ersatz für diese Organisation haben, der eindeutig die Machtverteilung repräsentiert, die aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist, aber nicht die aktuelle Machtverteilung.
Es dient auch dazu, die amerikanische Vorherrschaft zu perpetuieren, die immer mehr Länder als unüberwindbares Hindernis für die Erreichung ihrer Ziele sehen. Also ich denke, wir befinden uns in einem geopolitischen Moment, einem Wendepunkt, wenn man so will, und wir erkennen ihn nicht vollständig. Es gibt Gründe dafür, aber sind diese Gründe heute noch gültig? Vielleicht sollte die Lösung in Bermuda, Andorra, Liechtenstein oder sogar in der Schweiz gefunden werden. Some other place, Liechtenstein, maybe even Switzerland. But the second headquarters. Aber der zweite Hauptsitz ist in der Schweiz, richtig. Das liegt daran, dass dort der Völkerbund war. Das ist der Hauptgrund, warum ich Neutralität studiere. Wie wir sehen, dass die aktuelle Ordnung zerfällt und sich in Richtung Multipolarität bewegt. Und wie wir das 100-jährige Experiment der UN und des Völkerbundes beobachten, das darauf abzielte, eine Top-Down-Struktur wie eine Pyramide zu schaffen, scheitert. Es hat nicht erreicht, was es sollte, und jeder sieht es. Wie du richtig erwähnt hast, sind wir jetzt Zeugen der allmählichen Entwicklung regionaler Arrangements wie BRICS, ASEAN und der Afrikanischen Union. Diese Organisationen rücken näher zusammen, formulieren Problemlösungsmechanismen und ersetzen, was die UN tun sollte. In dieser neuen Konstellation wird es zunehmend wichtig, Akteure zu haben, die als neutrale Treffpunkte dienen können. Wir sehen, wie Katar und Oman als Vermittler fungieren. Sie überdenken ihre Entscheidung aufgrund von Kritik. Wir sehen die Auswirkungen davon. Sie haben das Erbe des Völkerbundes und die Präsenz in der Schweiz, insbesondere in Genf, erwähnt. Die Organisation wurde von den Vereinigten Staaten sabotiert, was zu einem Anstieg regionaler und bilateraler Vereinbarungen für Handelsliberalisierung und Streitbeilegung geführt hat. Dies liegt daran, dass die WTO diese Funktion nicht mehr erfüllen kann. Es gibt jedoch andere Spillover. But there are other spillover effects. Look at the destruction of freedom of speech in Germany. Schauen Sie sich zum Beispiel die Zerstörung der Meinungsfreiheit in Deutschland an. Das ist ziemlich außergewöhnlich. Der deutsche Sicherheitsapparat ist nun darauf ausgerichtet, jeden zum Schweigen zu bringen, der Kritik übt oder Kommentare abgibt, die als kritisch gegenüber Israel angesehen werden, einschließlich der Verweigerung der Einreise für diese Personen, dem Aufbrechen von Konferenzen und der Verhaftung von Menschen. Diese Art von quasi totalitärer Aktivität wäre vor den jüngsten Ereignissen unvorstellbar gewesen. Deutschland galt einst als Musterdemokratie, aber es verliert diesen Charakter, wie auch andere Länder. Im Namen der Verteidigung zerstören sie tatsächlich, was sie zu schützen versuchen. Es ist so tragisch, wirklich tragisch. That is always the case. Every revolution. Jede Revolution findet statt, um mythische Vergangenheitswerte wiederherzustellen, und jede Gegenrevolution geschieht, um diese Werte zu verteidigen. Beide sind sehr zerstörerisch. Also, hier sind wir. Wie dem auch sei, ich denke, ich muss mich verabschieden, aber ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag in Japan. Vielen Dank, Botschafter Freeman, für Ihre Zeit heute. Keine Tsunamis, keine Taifune und angenehmes Essen, vielleicht etwas Yakitori. Ich hole mir heute Abend welche. Vielen Dank, Botschafter Freeman. Alles Gute für Sie und genießen Sie Ihr Getränk. Okay, danke. Tschüss.